Herzlich willkommen, ein fröhliches Moin zu einer neuen Runde Let's Play. Was spielen wir? Wir spielen Ocarina. Nein, spielen wir nicht. Wir spielen auf der Ocarina, aber wir spielen Majora's Mask. Es ist noch so drin. Ups. Nee, wir hatten jetzt gerade die Wundererbsen gefunden. Der Händler. Ich habe die Zeit einen zu weit gestellt, leider. Naja, gut, jetzt ist halt schon der letzte Tag. Immer auf da. Und wir können jetzt natürlich noch einiges tun. Ich würde gerne noch die Fuchsmaske holen. Aber wir werden das hier erstmal fertig machen. Ah, jetzt hat er das... Nein, nicht. Was machst du denn? Das ist zu früh, Junge. Ah. Ist hier noch ein Becken? Nee, natürlich nicht. Da-da-dum-dum-dum-dum-dum. Was? Okay, das ist giftiges Wasser. Genau, der Palast ist ja krank. Oh, kommen die nicht wieder? Wo finde ich denn jetzt Quellwasser? Verdammt, muss ich jetzt extra nochmal latschen? Oh Mann. Man kann sich das Leben auch schwer machen. Ja, wie gesagt, ne? Gibt's denn hier noch Quellwasser? Ich könnte jetzt durch den Wald latschen. Oder ich kann nochmal diesen komischen Parcours machen, den ich jetzt schon innen auswendig kenne. Ja, ich glaube, ich laufe nochmal durch diesen komischen Parcours, den ich schon innen auswendig kenne. So. Ach Mann. Ah. Ich geh durch den Wald. So doof. Ich will durch den Wald gehen. Na. Ah. So. Ich hatte nur noch einiges vor. Wenn ich gar keine Zeit hier rumzuschlawenzeln. Da lang. Ich brauche Quellwasser. Geh nochmal zum Hexenhäuschen. Komm schon. Oh. Oh, das haben wir hoch. Hier lang. Ich wollte doch noch woanders hin. So, Quellwasser. Entschuldigung. Hatte ich schon 5 Herzen? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Jetzt haben wir Quellwasser. Gut. Tschüss, keine Zeit. Wie gesagt. Das Quellwasser, was ich gerade schon fleißig ausgetrunken hatte, bringen wir jetzt zu der komischen Pflanze, die wir noch hingepflanzt haben. Dann kommen wir nach oben weiter und kommen irgendwie in den Palast hoffentlich hinein. Und dann können wir hoffentlich irgendwie einen geheimen Weg zu diesem komischen Affen führen, den wir dann offenbar retten sollen. Ja. Also. Das möchte ich alles gerne noch vor Mittag schaffen. Denn ich wollte noch woanders hinlaufen. Oh, knapp.
Go, go, go. Dum, 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 da, da, dum, dum. Wo muss ich lang? Es ist ja auch irgendwie ein Zeitspiel. Manche meinen, also manche, die das schon gespielt haben, meinen, dass das ein bisschen stressig ist mit der Zeit und dass man immer wieder auf die Uhr gucken muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dagegen kann man ja sagen, gut, du kannst ja Zeit zurückschrauben. Als ich das erste Mal gespielt habe, war ich auch irgendwie verdutzt und dachte mir, wie jetzt? Soll ich das alles in 3 Tagen schaffen, das ganze Spiel, oder wie? Weil das geht ja nicht, ne? Aber doch, es geht. Oh. Kann ich den irgendwie beschmeißen? Oh, da habe ich aber Schwein gehabt. Muss ich ihn abschießen? Das ging eben nicht im Flug. Ich versuche das nochmal. Aber ich kann ja auch rüber. Ich gehe einfach rüber. Tschüss. Okay. Tschüss. War nett. Muss los. Keine Zeit. La. Da, friss das. Dum, 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 da, da, dum, 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 dum. Was machst du denn da? Warum turnst du denn so? Schon wieder turnt er so. Hör auf so zu wanken. Was machst du denn? Pff. Bin ich auch schon mal besser vorwärts gekommen? Super! Ja, wo komme ich denn hier hin? War ich hier schon mal? Hier war ich noch nicht, ne? Hier war ich doch noch nie. Da ist noch ein Herz und eine Fackel. Ich kann alles normal laufen. Oh Mann. Jetzt weiß ich wieder, warum es mir nicht gefiel. Ja, tschüss. Ich wollte doch was anderes machen letzten Tag. Warum habe ich denn die Zeit vorgeschraubt? Welche Aufnahme bin ich überhaupt? So. Einmal aufwärts, bitte. Bam, 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 bam. Oh, das war knapp. Na, 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 na. Alles klar. Jetzt wollte ich gerade schießen. So. Die nicht mehr. Dum, dum, da, 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 dum, 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 da, 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 dum, dum, dum.
Okay, haben wir das. Jetzt geht's hier weiter. Und du warst auch schon weg. Hallo? Nochmal bitte. So, einmal hier rein. Nee, den krieg ich noch nicht von hier. Jetzt haut er wieder ab. Hallo, lass mich doch hier nicht so fliegen. Mann! Das ist so ein richtiges Mobbing-Spiel, hier habe ich schon Eindruck. Du erstmal nicht, heißt der Titel. So. Da lang. Jetzt haut die wieder ab. Ah! Kannst du nicht einfach weglaufen? Willst du denn hin? Jetzt darf ich den ganzen Mist nochmal machen oder wie? Hallo? Hallo? Oh nö. Komm ich hier nochmal hoch? Na super, Elo. Oh. Ich kann die nicht steuern. Funktioniert einfach nicht. Ja, moin. Ich wollte raus. Darf ich? Ja, ja, anscheinend schon. So, noch eine Runde. Ich. Oh. Da. Ich bin so ein bisschen gefrustet jetzt. So, einmal hier hoch, bitteschön. Sind die Freunde wieder da? Die Freunde der guten Unterhaltung? Natürlich. Soll nicht den Spaß verlieren, ne? Nein. Ja, du hast mir noch gefehlt. Komm her. So, dann hast du jetzt davon. Ich war da eigentlich immer sehr gut drin. Sieht man ja, ne? Dam, dam, da, 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 dam, 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 da, 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 dam, dam, dam. So, kann ich immer eben zwischenspeichern oder so? Da kann ich tatsächlich. Ha! Ich bin ja mal ein Fauler, ne? Jetzt möchte ich doch mal wissen, warum das nicht funktioniert. Hier einfach mal so eine. Oh. So. So. Ich gönne mir das jetzt einfach mal. Will ich auch mal ankommen heute noch. Und es ist gleich schon Mittag. Ach, verdammt. Hallo. Was machst du denn? Was soll denn das? Ach, Mann. Also. Der steuert immer nach. Ich höre auf zu laufen, er läuft noch weiter. Kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Jetzt weiß ich, woran es liegt. Er steuert nach. Er hat quasi so eine Auslaufbewegung. Du hörst auf, dich zu bewegen und du rennt erstmal noch. Genau wie hier. Längst aufgehört, mich zu bewegen und zu drehen. Macht einfach weiter.
So. Nochmal. Ich flieg mal jetzt schon rüber. Ja, die Aufnahme ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger geworden, als ich wollte, aber ne, ist dann halt so, ne? Gut, Hammer. Reingeflogen. Ist da ein Loch? Ist das ein Loch hier? Ja, die behaupten, ich hätte sie entführt, aber egal wie oft ich sie noch sage, das bringt Prinzessin auch nicht zurück. Wenn sie nichts unternehmen, fällt die Prinzessin. Na gut, dann sage ich halt gar nichts mehr. Bestraft mich oder tut, was ihr mit mir wollt, tun wollt. Ah, du, wie kommst du hierher? Psst, wenn sie dich sehen, nehmen sie dich gefangen. Was? Meine Brüder haben dich um Hilfe gebeten? Das ist mir äußerst peinlich. Versuche, das Seil zu zerschneiden. Wir sprechen später weiter. Na, hier. Ah, das hat keinen Sinn. Warte, hast du denn nichts dabei, womit man jede Menge Lärm machen kann? Ein lautes Instrument war jetzt von großen Dutzen. Wenn du es hast, dann zeig es mir. Wie wär's denn... Wie wär's denn mit, na. Wie wär's denn damit? Ha! Oh, das meine ich. Genau dieses Instrument hat auch die Prinzessin Deko-Pfeifen. Damit wird es funktionieren. Kannst du voll auf den Arsch gucken? Nebenbei, wer bist du? Oh. Super. Huch, das ist jetzt nicht wichtig. Hör mir gut zu. Wir haben versucht, etwas über das Gift im Sumpf in Erfahrung zu bringen, also gingen wir zum Dämmerwald-Tempel, über dem Wasserfall. Aber ein Monster hat sich dort eingenistet und die Prinzessin wurde von ihm gefangen. Der Deko-König glaubt, ich sei der Übeltäter, daher schenkt er meinen Worten keinen Glauben. Aber die Prinzessin steckt in Schwierigkeiten, ich muss rasch zum Tempel, um sie zu retten. Verstehst du mein Anliegen? Nö. Hui, heißt das, du würdest anstatt mir gehen, um die Prinzessin zu retten? Ja, aber hallo. Sehr gut, lass mich die Melodie beibringen, die den Tempel öffnen wird. Die Prinzessin hat sie mir beigebracht. Ich singe sie dir leise vor, hör gut zu. Alles klar, das kriegt doch auch hin, oder? Also. Jawohl. Du hast die Sonate des Erwachens gelernt. Diese Melodie erweckt jene, die im tiefen Schlaf fielen. Habt ihr das gehört? Diese Melodie, nur die königliche Familie kennt sie. Das beweist, dass der Affe die Prinzessin getäuscht hat, um in den Tempel zu gelangen. Beginnt mit der Bestrafung des Affen. Das ist ja wohl... Nimm die Abkürzung, welche das Deko-Volk benutzt, um zum Dämmerfall-Tempel zu gelangen. Aber du musst dich beeilen, ansonsten wird mich der König bestrafen. Aua. So. Ich mache hier erstmal ein kleines Päuschen. Das nächste Mal habe ich eigentlich noch was anderes vor, bevor wir den Dämmerfall-Tempel gehen. Ich werde nämlich noch einmal zurück in die Stadt mich flöten, damit wir von dort das nächste Mal aus noch ein, zwei Sachen machen können. Ich möchte gerne noch mal zur Farm. Ja, ich wollte noch zur Farm. Das war's. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Legend of Zelda Majora's Mask. Ich sage Tschüss, sobald der Bildschirm schwarz wird.